Hallo zusammen, ich grüße euch heute zu einem neuen Video mit mir und heute ist eine Premiere für mich. Heute laufe ich das erste Mal mit dem Deus 2. Also ich habe vorerst noch gar nicht die Möglichkeiten gehabt, das Gerät auszuprobieren. Ich habe nur zu Hause meine Programme von dem Deus 1 hier auf dem Deus 2 Fernbedienung eingestellt und ich muss euch sagen, also wer den Deus 1 hat, also es kein Hexenwerk, dieses Gerät so einzustellen wie den Deus 1. Also macht euch keinen Kopf. Ist einfach top. Und zu der Verarbeitung vorab erstmal muss ich sagen, also die Qualität ist spitzenmäßig. Also da hat man wirklich was in der Hand. Also ist wirklich sehr schön. Darum belasse ich ihn auch zu Anfang erstmal hier in der Hülle. Später kommt er wieder ans Gestänge, wenn ich da eine Schutzhülle für habe. Aber wie gesagt, jetzt werde ich gleich erstmal ausprobieren, wie das Ganze funktionieren wird. Jetzt möchte ich an dieser Stelle nochmal meinen Sponsor Jochen Reifenrath von www.abenteuer-schatzsuche.de grüßen und gleichzeitig einen Dank aussprechen. Danke Jochen, dass du mir dieses Gerät zur Verfügung stellst. Und ja, wir werden uns gleich bei den Einstellungen wiedersehen. Bis gleich. Tschüss. Zu den Einstellungen. Also wir schalten jetzt mal das Gerät ein, so dass ihr das auch seht. Ich habe die 06 drauf Version. So, jetzt verbinde ich den mit dem Kopfhörer. Der Kopfhörer schaltet sich jetzt automatisch ein. So, jetzt gehen wir erstmal ins Menü, dass ihr das seht. Ich habe jetzt hier mein Uni-Programm für den Wald genommen. Das habe ich mit dem Tiefprogramm hier aus dem Deus 2 generiert. Also ich habe diesmal den Disk auf 0, Sensitiv auf 95, die Frequenzweiche, die ist jetzt hier auf 5, Eisenlautstärke auf 1, die habe ich deswegen auf 1, um wieder, wenn ich ein Eisenteil neben Buntmetall liegen habe, ein Mischgeräusch bekomme, bevor mir das Eisenteil jetzt das Buntmetall übermaskiert. Dann die Reaktionszeit ist auf 2 und die Signalverstärkung ist auf 4. So, jetzt gehen wir hier nochmal in den Disk, in den Expertmodus. Ich habe ein Dreitonprogramm gewählt. Da habe ich unter Expert, wie gesagt, den Disk auf 0. Die Trennung erst den zweiten Ton ab 50 und die Tonhöhen, die sind bei mir für Eisen auf 100 kHz, der zweite Ton auf 470 und der dritte Ton auf 844. So, Kronkorken sind bei mir nicht ausgefiltert, den Notch habe ich auf 6 gestellt, weil ich eben den Disk auf 0 habe. So, und jetzt machen wir den Bodenabgleich. Ihr könnt den Bodenabgleich direkt so machen. Ihr müsst nicht extra ins Menü. Ihr haltet hier den Pinpointer-Button gedrückt und dann könnt ihr pumpen, bis alles vorbei ist. So, so meine Ground Balance war jetzt auf 80. Jetzt noch mal ganz kurz zum Programm. Das Programm Uni, was ich hier verwende, ist mit dem Werksprogramm hier vom Deus 2 tief generiert. So, da muss ich euch auch was sagen. Das ist zwar ein Multifrequenzprogramm, aber die Multifrequenz geht, also praktischerweise die höchste Kilohertzzahl ist hier nur bis 14 Kilohertz. Beim Generalprogramm, also beim Generalprogramm, geht sie von 4 bis 40 kHz. Aber jetzt, weil wir hier im Wald sind, bräuchte ich, oder ich denke mir, nicht die ganz hohen. Aber ich werde auch mal hinterher, mal zwischendurch mal das Generalprogramm benutzen, um einfach mal zu gucken, ob das jetzt ein bisschen mehr Leistung bringt oder ob man dadurch mehr Funde macht. So, ansonsten sehen wir uns gleich beim ersten Fund wieder. Bis gleich. So, hier haben wir ein Signal. Hier sind wir auf 87, Leitwert 87.
Ich hoffe, dass ihr es hören könnt. Ziemlich konstant. 87, 86, 87. So, ich nehme euch jetzt mit beim Graben. Erstmal wieder die Fernbedienung wegpacken. Und dann geht's los. Ein bisschen wegschieben. Ton wird lauter, also ist es nicht so tief. Hier kommen auch schon die ersten Ziegel hoch. Also in dem Haufen ist es hier. So, ich zeige euch das Ganze erstmal. So, so dass ihr das seht. Hier. Gucken so. Ja. Das tut so. So. Die ersten Ziegel beim Graben. Ja. Und der erste Granatsplitter. Okay. Hoffen wir mal, dass das heute den ganzen Tag so hielt. Dann sehen wir uns beim nächsten Fund wieder. Bis gleich. So, hier sind wir bei dem nächsten Signal. Ist ein sehr schwaches 86, 87er Signal. Ein bisschen Knacken dabei. Wir tun jetzt erstmal ein bisschen hier das Laub weg. Hier liegt extrem viel Laub auf dem Boden. Jetzt kommt es besser mit 86. Okay, ihr seid wieder mit dabei. Ich packe erstmal die Fernbedienung wieder in die Tasche und dann geht es los. So. Dreck auf eine Wurzel ist noch drin und tiefer. So. Draußen? Ja, das draußen müsste jetzt hier irgendwo beiliegen. So. Ist in dem Knubbel hier vorne. So, hier haben wir es schon. Was ist es? Der nächste Granatsplitter. Ja, Leute, so kann es auch gehen. Ich werde jetzt mal ein paar natürlich solche Funde drin lassen, dass er nicht denkt, dass ich immer nur Münzen finde. Aber letztendlich bei der Zusammenfassung seht ihr ja eigentlich immer alles, was ich gefunden habe. Das heißt, ja, Ende des Films, ich nehme nur die guten Teile hinter natürlich für den Abspann, aber letztendlich, wenn ich vorher einpacke, zeige ich euch alles, das, was ich gefunden habe. Ja, okay. Jetzt werde ich weiter suchen. Ja, nochmal der Zwischenstand. Also bis jetzt muss ich sagen, läuft der Deus 2 extrem ruhig. Also kein Gezicke, kein Gezeter, was man eigentlich von dem Deus 1 noch gewohnt ist. Aber wie gesagt, das ist ja auch nicht schlimm, wenn ein Gerät an seine Maximumleistung geführt wird. Also ich muss sagen, hier ist schon der Sens 95. Ich könnte jetzt noch höher gehen. Aber ich werde nachher auch ein paar andere Programme ausprobieren. Aber erstmal wollte ich hier an dieser Stelle mal mein Universalprogramm für den Wald benutzen. Ja.
Wir sehen uns gleich beim nächsten Fund wieder. Bis nachher. So, da bin ich wieder. Hier haben wir ein weiteres 85er Signal. Ich hoffe, dass ihr es sehen könnt. Aber bevor wir das ausgraben, guckt mal, Leute. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich darf euch mal sagen. Hier habe ich überall gegraben. Überall. Und alles Granatsplitter. Ich werde verrückt. Und wieder ein 85er Signal. So. Also ich werde natürlich nicht alle Splitter euch zeigen. Also das ist schon wirklich grenzwertig hier, die Stelle. Ich weiß nicht, was hier los war, auf jeden Fall. So, ihr seid mit dabei, wir machen mal die Erde weg. Aber hier sind überall Ziegel, egal wo man hinschaut, sind hier Ziegel. Also hier, guckt mal, da ist ein Ziegel. Hier, da stehe ich schon direkt auf einem drauf. Ein riesen Ziegel da. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Also hier überall Steine, noch mehr Ziegel. Also Ziegel ohne Ende. So, erstmal weg. So, hierbei. Tiefer. Okay. Ja, hier gräbt man auch schon Ziegel aus, ey, ohne Ende. Da könnt ihr sehen. Also direkt auf einer Ziegelpackung stehe ich. Erde mal ein bisschen raushauen aus dem Loch. Also ist es noch drin. Okay, Retter. Tiefer, also unter den Ziegeln vielleicht. Noch rausholen. Hier ist ein Stück Eisen. Das war es nicht. Aber da. Und ich glaube, ich sehe es auch schon. Ich brauche keinen Pinpointer. Ich glaube, es ist eine Münze. Ja. Die erste Römermünze an dieser Stelle. Nein. Wird ein Volli sein. Ob der noch Jude ist, weiß ich nicht. Ausgebrochen ist er nicht. So. Hoffentlich ist der Bann gebrochen. Die erste Münze. Okay. Nochmal ein Zwischenstand. Also, bis jetzt bin ich mit dem neuen Deus 2 sehr zufrieden, was die Laufruhe beträgt. Echt top. Also gut, ich müsste jetzt eigentlich meinen anderen dabei haben, um jetzt wirklich einen extremen Vergleich, aber ich kann euch jetzt schon sagen, läuft er extrem ruhig. Okay, dann bis zum nächsten Fund. So, da bin ich wieder. Hier habe ich ein 58er, 59er Signal. Geht hoch bis 61. Also ich kann euch sagen, heute ist es echt schleppend hier im Wald. Also man merkt schon den Unterschied zu einem vernünftigen Acker. Also bis jetzt, boah, jede Menge Splitter, Schrott und was weiß ich. So, erstmal die Erde weg. So. Also mehr nach dahin ist es. So. So in dem Bereich ist es. Genau wieder unter eine Wurzel oder was? Ach, ich hasse es. Noch drin, einmal ein bisschen versetzt graben und dann müsste doch bei sein jetzt, oder?
Noch weiter hier rüber. Dann wird die noch. Da. Die Wurzel draußen. Ende. So, hier bei Licht ist. So, ich hoffe, man sieht das. Ja, ich denke schon, ne? Ja. Oh, ein Ring. Ich glaube, ein Ring. Ja, ein Ring. Aber ich glaube, das sind die Bronzeringe, die zwischen Leder kamen. Also kein Fingerring, glaube ich zumindest nicht. Ja, okay. Dann bis nachher auf ein neues. So, da bin ich wieder mit einem neuen Signal. Also es geht von 8 bis 99 hoch. Und da hier extrem viele Ziegel sind, haben wir hier auch eine extrem hohe Mineralisation. Also dadurch können auch Töne hier extrem von der Anzeige verfälscht werden. So, ihr seid mit dabei, wir graben das jetzt aus. Ich habe schon ein bisschen angegraben, um mal zu sehen, ob es besser oder schlechter wird. Weil ich habe schon so viele Signale mittlerweile hier in dem Waldstück gehabt. Dann ist schon echt nicht mehr normal. Aber ist nichts bei rumgekommen, außer jetzt der einen Münze und den Ring, den ihr eben gesehen habt. So. Ach, genau unter einer Wurzel wieder. Ich muss mal gerade einen Handschuh wegtun. Da habe ich mehr Gewalt über die Schaufel oder über den Spaten viel mehr. So, erstmal die Wurzel hier an dem Stück kappen. So. Kommen natürlich wieder Ziegel und jede Menge mit hoch. Man bleibt hier eigentlich nur noch auf Ziegel. Wenn ihr so seht, hier na, ein bisschen weiter runter machen. So, hier könnt ihr sehen, liegen die Ziegel schon. Und hier auch. So, ja. Herrlich. So viel Ziegel und so wenig Hunde. Ah, jetzt hier ist aber über nicht Eisen, glaube ich. Hier ein bisschen frei machen noch. Ah, hier grabe ich nur noch auf Ziegel. Einmal raus aus dem Loch. Ja, jetzt wird der Turm ein bisschen besser. Stellen wir mal den Detektor beiseite, um das Loch größer zu machen. Na, kann man was sehen? Nein, ich glaube nicht, so können wir besser sehen. Ach, herrje. Mitte drunter. So, wollen wir erstmal gucken, ob wir mit dem Pinfahren da rankommen. Ja. Also das ist direkt hier vorne. Gucken. Da haben wir ein größeres Teil. Ach, ein größeres Eisen oder ja, ein größerer Splitter. Ihr könnt das sehen, da ist er. Ach Herr Jemine, ist noch was drin? Ja, die Reste davon. Aber wenn er so guckt, hier überall Ziegel. Ziegel, 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 Ziegel.
Eine komplette Ziegelstreuung. Ja, okay, dann bis auf ein neues. Hier haben wir ein neues Signal 6261. So, hier war das mit dem Eisenteil. Ihr könnt mal gucken, so wenn er so mal rumguckt. Ein Loch aneinander, Granatsplitter, Granatsplitter. Und hier wieder. Aber ihr sollt ja mal die Realität sehen. Nicht, dass ihr immer denkt, ich würde eine Münze aneinander ausgraben. So läuft das leider nicht im Wald. Macht ja schön, ist aber nicht so. Also machen wir erstmal frei. Ja, hier Ziegel an Ziegel. Hier der nächste Ziegel. Das ist ja auch normal. Ach, hier überall Ziegel. So. Oh Mann. Ist noch drin. Immer noch drin. Bestimmt wieder unter Ziegel. Ach ja, hier ist der Ziegel. Wird bestimmt da drunter sein. So draußen. So, da oben liegt es bei. So, mein Hocken. So, gucken, dass ihr mit drauf seid. So. Hier ist ein großes Stück Ziegel. So, dann wollen wir mal gucken. Ja, da habe ich. Das ist rund. Oder? Ja. Aber. Ja, ein großer Volli. Aber nur ein Bruchstück davon. Also abgebrochen schon. Ja, oder? Ist da ein Knopf? Ich weiß es nicht. Könnte auch ein Knopf sein, aber ich glaube, das ist ein Volli. So ein Großvolli. Okay. Dann bis nachher. So. Hier haben wir ein weiteres Signal. Ich stelle mal gerade die Schaufel weg. Oder den Spaten vielmehr. Ich hoffe, man kann es sehen. 87. So, wir packen wieder die Fernbedienung weg. So, das Ganze liegt hier vor dem abgesägten Baum. Stumpf. Ah, hier geht es wenigstens mal vernünftig schreiten. Einmal draußen. Also tiefer. Und weiter hier rüber, glaube ich. So. Erstmal den Boden was locker machen. Das ist draußen. Hier oben liegt das bei. So, ich kann mal wieder ein bisschen verstellen. Ist es das hier schon? Ja. Der nächste. Ja, hier. Das sind die Bröselsplitter, also meistens von den Brandstabbomben. Ja, also das Aluhydrisse. Okay, bis zum nächsten Fund.
So Leute, ein Suchertag ist mal wieder zu Ende. So, die Stelle war ja ziemlich schwer zu begehen erstmal. Zwar waren hier sehr viele römische Ziegel, aber ja, zum größten Teil wirklich ja Meter an Meter Granatsplitter vom Führungsring, also über sämtliche Sachen. Also ich habe hier jede Menge Schrott wieder ausgegraben. Ja, den möchte ich euch noch zeigen. So, ihr seht dann, das ist alles voll. Das sind bestimmt Judeleiern, 50, 60 Teile von ja, Spitzen hier, Splitter, weiterer Splitter, noch ein, also jede Menge, also kleine, große, alles. Ja, dann haben wir auch noch ein paar Funde gemacht, also zwei römische Münzen. Ich hole mal das Döschen her. Ja, einmal hier, ich hoffe, dass man es sehen kann, also ist eine Münze, man kann hier die Umschrift schon erkennen, leicht. Dann hier auch ein Volli, wo man schon erkennen kann, hinten die Figur, eine Victoria, was hier vorne drauf ist, noch kein Plan. Und diesen Bronzering. Ja, leider ist nicht viel dabei rumgekommen, aber ich konnte heute, ich konnte heute den Deus 2 das erste Mal testen. Also, wie gesagt, er läuft top ruhig, also von der Qualität der Fernbedienung des Kopfhörers, also echt Spitzenklasse, also da hat XP wieder einen draufgelegt, also da muss man echt sagen, Hut ab. Also das ist jetzt mal wirklich so eine Qualität, die ich mir immer an Detektoren gewünscht habe. Ja, jetzt zur Tiefe oder ja, ich sag jetzt mal, ob der besser ist als wie der alte Deus, das kann ich nicht beurteilen, dafür bin ich heute das erste Mal damit unterwegs gewesen. Die Programme von mir, vom alten Deus, die ich immer seit Jahren schon nutze, habe ich ja wie eben, oder ich sag mal wie heute Mittag oder Vormittag euch gesagt, vom alten Deus auf den Deus 2 übertragen. Die funktionieren auch soweit, oder zumindest jetzt hier das Universalprogramm ziemlich gut. Er ist absolut laufruhig und was mir aufgefallen ist, sehr positiv aufgefallen ist, die Leitwertanzeige, die springt nicht mehr so drastisch wie beim alten Deus. Da werden viele Deus-Nutzer das wissen, aber man soll ja eigentlich nach den Tönen gehen. Aber wenn einer jetzt, sage ich mal, speziell auf Leitwerte aus ist oder ich sag mal nach Leitwerten geht, da ist das manchmal so, dass der Deus 1 von 58 bis 70, 75 hochspringt. Hier beim Deus 2 ist es wirklich so, dann hat man, wenn der Leitwertbereich bei 69 anfängt, dann ist das immer zwischen 69 und 72, maximal 73. Also ich sag jetzt mal, ja, vier Stufen höher oder vier Stufen tiefer, aber da drin bewegt er sich und bleibt ziemlich konstant. Egal, ob das Objekt oberhalb oder ich sag jetzt mal 5 oder 10 cm tiefer liegt. Also da muss ich sagen, ist er top. Ja, wie gesagt, das waren heute meine Erfahrungen dazu. Es werden ja weitere Videos folgen. Ich werde ihn jetzt auch, wenn ich mal wieder ein Feld frei habe, auf dem Acker testen. Ja, ansonsten, wie gesagt, möchte ich mich nochmal bei meinem Sponsor Jochen Reifenrad von www.abenteuer-schatzsuche.de bedanken für das tolle Gerät, was er mir hier zur Verfügung gestellt hat. Ja, bei euch möchte ich mich bedanken, dass ihr so fleißig immer meine Filme schaut. Und ich sage jetzt hier Tschüss und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss, euer Markus. Thank you.